Das DLC ist gekommen, jetzt schon vor einigen Tagen. Ich nehme, weiß Gott, wie weit im Voraus auf. Und mal schauen, ob wir einen Tinker zähmen können. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich muss mal gerade noch meinen Aufnahmetimer hier anschmeißen. Als erstes werde ich mit Coco runter Richtung Strand reiten. So, einmal aufsteigen. Und dann gucken wir mal. Hoppala. Ob wir da eventuell vielleicht schon einen Tinker bei der Pferdeherde sehen können. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Das ist, glaube ich, nee, ist nicht der schnellste Weg. Es ist sogar so ziemlich der weiteste Weg, den wir zurücklegen können, um zu Wildpferden zu kommen. Der schnellste Weg ist, bei Kikis Versteck zu schauen. Aber da reite ich jetzt trotzdem erstmal nicht hin. So, ja, und ich bin mal gespannt. Coco hat ja auch die Eigenschaft, dass sie nicht gerne lange galoppiert. Und ja. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, das einem Pferd wegzutrainieren. Ich habe es bislang weder bei Prinz geschafft, noch habe ich es bei Coco geschafft. Prinz ist ja schon eine ganze Ecke länger bei mir. Ich weiß aber gerade tatsächlich nicht, mit wem ich schon mehr rumgeritten bin, mit Coco oder mit Prinz. I don't know, da bin ich überfragt. Aber auf jeden Fall hat noch keines von diesen beiden Pferden genau die Eigenschaft galoppierfaul verloren. Das ist tief tragisch. Nee, ganz ehrlich, also ein Pferd, was nicht gerne galoppiert, finde ich tatsächlich ziemlich unangenehm zu reiten. Das, im echten Leben wie in Spielen sind faule Pferde einfach nicht meins. Kann ich nichts mit anfangen. So, da hinten steht auf jeden Fall, stehen da größere mit bei. Da stehen Tinker mit bei, Leute. Da stehen Tinker mit bei. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall gleich mal schauen. Heieiei, so. Coco bekommt Hunger. Aber wir haben ja im Moment keinen Platz mehr im Stall frei. Oh. Das heißt, ich bin auf der Suche nach talentierten Pferden, um sie nach Übersee zu bringen. Such mich auf, wenn du Geschäfte machen willst. Genau, und ich würde jetzt gerne ein Pferd verkaufen. Und zwar würde ich gerne Red verkaufen, weil der ja halt eben dieses Problem hat, dass diese Eigenschaft. Oh, auf Wiedersehen, Red. Ich werde dich nie vergessen. Das ist ja. Oh. Sei nicht traurig. Ich kümmere mich gut um dein Pferd. Sorry. Nimm es nicht persönlich, aber so siehst du leider nicht unbedingt aus. Er sieht halt eher aus wie der Geschäftsmann durch und durch. Aber A, brauche ich momentan Platz im Stall, weil ich jetzt gerade einfach keinen Platz mehr habe, bis ich meinen Stall erweitere wieder. Und den Bauplan dafür bekommen und das Material zusammen habe. Und B hatte der, wie gesagt, das Problem. Da gab es ja das Problem, dass er halt einfach nicht in Form kam. Dass das eigentlich abgeschlossen gewesen ist. So, der hier, den finde ich toll. Da links. Aber das ist. Nein, scheiße! Ich bin gesprintet, anstatt mich anzuschleichen. Das ist jetzt natürlich dumm gewesen. Das war mega dumm. Weil den fand ich total schick. Naja, notfalls gehen wir mal noch zur Unterkunft. Zu Kikis Versteck hier. Die Mähne, die schwebt so ein bisschen in der Luft. Ah, die sind schon krass hier. Das ist Kahn. Oh, von den Werten her ziemlich gut eigentlich. 18. Damit ist Kahn etwas schlechter als. Als Kiki. Hier finde ich auch schick. Auch gute Werte. Aber das Pferd, das lassen wir da mal stehen, bis wir ein bisschen mehr Platz haben. So, also es ist so ein bisschen doof, dass ich so lange schleichen muss. Ja. Weil man ansonsten die Pferde verscheucht. Und da habe ich dann leider auch den Tinker verscheucht. Jetzt muss ich hoffen. Das oben, aber das Pfeifen, das wissen wir schon, dass das über R geht. Jetzt ist das Pferd auch verschwunden. Ich wollte eigentlich mich zurückteleportieren. Und dann kam die Info, dann bin ich ein paar Meter geritten. Oh. Okay, also hier haben wir auch noch eine Quest.
Das mit der Waschanlage hätte ich fast gesagt, das können wir abgeben. Ich würde jetzt aber trotzdem ganz gerne erstmal nach da oben schauen. Aber wie ärgerlich, jetzt haben wir das andere Pferd, was ich gerne gehabt hätte später. Von der Farbe und von den sehr, sehr guten Werten her, haben wir jetzt dummerweise auch verscheucht. Das ist echt ärgerlich. Aber na gut, es werden wohl noch andere kommen. Es werden wohl noch genug andere kommen. Jetzt schauen wir erstmal hier oben. Da war gerade wieder der Zilptalp. Habt denn gehört? Also ab und an kommen hier so goldene Sterne, wenn ich viel mit ihr galoppiere. Ob das ein Anzeichen dafür ist, dass sie sich verbessert? Oh, da sind auf jeden Fall, da ist ein Tinker ist da auch bei. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es ein guter Tinker ist. Es sind viele hübsche Pferde gerade, vor allen Dingen 6 Stück. Echt heftig. Hier ist echt was los. Da in der Mitte, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mega hübsch. Halt, bleib stehen. Bleib stehen, Tinker. Ich weiß jetzt nicht, warum die Mähne so komisch in die Luft steht. Aber ein hübsches Pferd. Ruby. Sehr, sehr wendig. Was haben wir denn da? 12 plus 9. Da haben wir 21 Punkte. Waren gar nicht 12. Wir haben 9 plus 9. Wir haben 18 Punkte. Aber ein sehr, sehr schickes Pferd. Ich würde sagen, Ruby zähmen wir jetzt einfach mal. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt gar nicht angeschaut, was Ruby hier für Eigenschaften mitbringt. Aber wir haben unseren ersten Tinker, Leute. Wir haben unseren ersten Tinker. Jetzt muss ich nur ganz langsam hier rückwärts ausparken, damit ich bloß die anderen Pferde nicht verscheuche. Aber ein schickes Tierchen. Schick, schick. Da sitzen wir nicht ganz so gut drauf wie auf den Warmblütern. So, jetzt lass uns mal schauen. Also, Ruby. Ich werde sie wahrscheinlich aber umbenennen. Ich weiß nur noch nicht, auf welchen, also wie ich sie genau umbenenne. Landratte. Ruby mag kein Wasser und wird stärker davon verlangsamt, als wenn sie hindurch muss. Sie ist unruhig bei Dunkelheit und sie hat Höhenangst. Das kriegen wir aber hin. Sie vertraut mir trotzdem genug, um sich heranzuwagen. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben mit ihr ein wirklich gutes Pferd. Wir haben mit ihr ein wirklich gutes Pferd, Leute. Freut mich. Freut mich sehr, weil damit können wir echt was anfangen. Wir haben ein Pferd mit Kraft, wir haben ein Pferd mit guter Kondition. Ja gut, Kraft auf 3, aber wendig, also echt nicht schlecht. So, die Waschstation. Was können wir sonst noch tun, Kiki? Ah. Es würde nicht schaden, wenn du dein Pferd mal striegelst. Der natürliche struppige Look hat seinen Charme, aber hin und wieder ist trotzdem Fellpflege. Ja, vonnöten. Irgendwas anderes stand da, glaube ich. So, die Quest Waschtag haben wir abgeschlossen. Wir haben jede Menge Briefe. Wir haben jede Menge Briefe, die wir noch lesen können. Ich weiß nur gar nicht. Oh, hier, wie cool das ist, mit dem Tinker unterwegs zu sein. Ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon, Leute. Richtig nice. Briefkasten öffnen. Ach guck, wir haben von Matteo 3 Äpfel bekommen. Hallo Kadi, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du nun 2 Pferde hast. Klasse, dein Anwesen wächst wirklich schnell. Wusstest du, dass Pferde verschiedene Attribute haben, die ihre Fähigkeit zu springen oder galoppieren beeinflussen? Triff mich am Kratersee, wenn du mehr wissen willst. Ach, und ich habe auch ein kleines Leckerli für deine Pferde beigefügt. Das wissen wir alle schon. Danke für die Äpfel. Neuigkeiten von der Zucht, eine neue Herausforderung, eine Einladung von Otto Lemaire. Ich bin wieder in Führung, ein seltener Anlass. Alter, wir haben hier richtig, richtig viel Post. Und die haben wir alle noch nicht gelesen. Ich bin heute aufgewacht und habe mir gedacht, dass ich ein bisschen... Ja, das haben wir aber schon, das ist jetzt nicht so tragisch. Sind jetzt die Briefe direkt weg? Nee, die sind aber gelesen.
Zusätzliche Rohstoffe, da haben wir auch noch was von Matteo. Moin Kadi, kleiner Tipp, du solltest heute mal beim Abzweigwald vorbeischauen. Ich habe da nämlich ein paar Bäume gefällt, konnte aber nicht das gesamte Holz unterbringen. Bedien dich ruhig und bau dir was Schönes, das ist auch cool. Neuer Partner für dein Pferd, neue Pferde, ein seltener Anlass. Die Einladung haben wir auch noch. Was ist denn ein seltener Anlass? Guten Tag, ich schreibe, um dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass ich dich auf der Tieflandrennstrecke überholt habe. Ich finde leider nur selten die Zeit, Rennen zu reiten, daher bin ich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Viel Glück damit, einen neuen Rekord aufzustellen. Okay. Aber wir haben ja hier auch noch, wir haben die Quest Pferdewissen. Da kriegen wir eine Koppeltränke für. Ich würde aber ganz gerne mal schauen, was wir sonst noch so für Aufgaben hier bekommen können. Neuer Partner für dein Pferd. Tag, Kadi. Ich will dich nicht nerven mit so vielen Briefen, aber ich... Achso, das ist wieder ein neues hier im Zuchtstall. Ein Zuchtpferd erneuert haben. Komm gern vorbei. Ich bin wieder in Führung. Eine neue Herausforderung für dich. Die sagen mir alle, dass sie besser sind als ich. Na toll. Sei gegrüßt, Kadi. Meine Tochter spricht unaufhörlich von dir. Also hast du mein Interesse geweckt. Verstehe diesen Brief als Einladung in mein Haus am Hafen für einen kleinen Plausch. Ich erwarte unser Treffen mit Vorfreude. Gruß, Otto Lemaire. Und hier haben wir noch weitere Pferde für die Zucht. Okay, also wir haben jetzt zwei neue Quests. Nee, guck mal, hier drei haben wir. Lockige Mähne, weich und flauschig kriegen wir da. Seggenfeld. Okay. Ah, cool. Guck mal hier, wir können Ruby an alles gewöhnen. Ja, meine Güte. Koppeltränke. Sprich mit Matteo. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ich muss jetzt erstmal schauen, was jetzt überhaupt hier gerade Sinn macht. Zum Kratersee sollen wir... Wir können natürlich auch, warte mal, also, Nee, wisst ihr was, wir als nächstes in Angriff nehmen? Wir nehmen das mit dem großen Anwesen. Nehmen wir in Angriff. Ach, das ist da! Ich dachte, ich müsste vielleicht für eine Quest... Ach doch, da, genau, das große Anwesen. Dafür müssen wir auch zum Strand. Boah, guck mal hier, sie galoppiert schnell, die Ausdauer. Ah nee, die Ausdauer geht doch relativ schnell runter. Aber ich glaube, die Ausdauer geht auch schneller runter, wenn man bergauf galoppiert. Kann das sein? Aber richtig cool. Richtig, richtig cool. Also die Tinker, die finde ich echt... Super, muss ich jetzt schon sagen. Und wie gut, dass ich den anderen Tinker da nicht gezähmt habe. Also der hier ist ja noch mal cooler. Guck mal hier. Obala. Erstmal hier in den Abgrund reinfallen. Guck dich. Kopf nach unten, jawohl. Ja, wie cool das einfach ist. Also mit der kann ich, glaube ich, richtig, richtig gut auch in den Rennen punkten. Das wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat für das Rennen gegen Lilly. Leute, ich glaube... Wir haben demnächst nochmal ein Date mit Lillys Rennstrecke. Nachdem es die letzten Male nicht so toll geklappt hat, muss ich das auf jeden Fall mal wieder weiter versuchen. Oh. So, wir sind am Strand angekommen. Beim nächsten Mal werden wir dann hier den Bürgermeister besuchen. Ich bin mal gespannt, was er mit uns zu bequatschen hat. Also auf jeden Fall wieder anschalten. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.